Wirkung von negativen Gedanken und Gefühlen ist sehr, sehr stark, wenn wir über Energiereinigung sprechen. Also wenn du ständig negative Gedanken hast, darunter sind auch Grübeln, Sorgen, Ängste, Unsicherheit. Oder wenn du auch negative Emotionen wie Wut, Hass, Traurigkeit. Traurigkeit ist wirklich eine sehr, sehr destruktive Energie. Wenn du diese in dir lebst oder tagtäglich sie lebst, dann beeinflussen dich diese Energien und die ziehen auch dementsprechend die negative Energien mit sich an. Was bedeutet, in diesem Fall wird die energetische Reinigung bei dir nicht so lange dauern, weil du erzeugst selber diese Negativität durch diese Gedanken, durch diese Gefühle, die negativ und destruktiv sind. In so einem Fall arbeite bitte daran, die Ursache für diese negative Gedanken, für diese negative Gefühle zu finden und diese auch aufzulösen. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, du weißt, wo du mich findest, www.praxis-almaty.de. Ich kann dich dabei unterstützen und mit schamanischer Arbeit das für dich klären, heilen und wieder in Ordnung bringen.